Sie verliert die Fähigkeit zu schreiben. Ich weiß nicht mehr, was ich schreiben wollte. Sie weiß nicht mehr, wie man einen Computer bedient. Wie scrollt man? Und sie kann nichts dagegen tun. Kathy hat Alzheimer und das mit 50 Jahren. Viel zu früh. Wir besuchen die Amerikanerin zu Hause in Colorado. Bei Kathy wurde die Krankheit vor einem Jahr diagnostiziert. Eine Seltenheit bei Menschen in ihrem Alter und eine komplett neue Situation für die sechsfache Mutter. Ich komme hier mehrmals am Tag an den Kalender, weil ich sonst verloren bin. Kathy kämpft gegen das Vergessen und sie kämpft gegen das Vergessenwerden. Aus diesem Grund hat die heute 53-Jährige mit Hilfe ihrer Schwägerin einen Videoblog ins Leben gerufen. Sie will auf das Thema aufmerksam machen. Ich fühle mit all denen, die womöglich das gleiche Schicksal haben und damit völlig alleine fertig werden müssen. Mit meinen Videos versuche ich, genau diese Menschen zu erreichen. Auf ihrem YouTube-Kanal redet Kathy über die Entwicklungen, zeigt Erlebnisse mit ihren Freundinnen und bezieht auch ihre Kinder mit ein. Die Vorstellung, dass deren Mutter sie eines Tages aufgrund von Alzheimer nicht mehr erkennen wird, ist besonders für die Jüngsten hart. Ich habe einen Clip auf Social Media gesehen, wo ein Sohn mit seiner Mutter gezeigt wurde, die ebenfalls Alzheimer hatte. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, wer er war. Und ich habe fast angefangen zu weinen, als ich das sah. Mir wurde klar, dass das auch mir passieren wird. Kein Wunder, nur 10% der Menschen in Amerika, die Alzheimer bekommen, sind unter 65 Jahre. Bei Kathy begann alles vor 3 Jahren, mit noch nicht einmal 50. Wir dachten, es hat mit den Wechseljahren zu tun, aber das war nicht so. An meinem 50. Geburtstag dachte ich, ich werde verrückt. Ich konnte nicht planen. Ich habe Angstzustände bekommen. Plötzlich fallen ihr die einfachsten Dinge schwer. Von Tag zu Tag wird Kathy hilfloser. Die Ärzte können aber nichts Schlimmes finden. Kathy fiel es schwer, laut vorzulesen. Das war ungewöhnlich. Sie hat öfter Vorträge gehalten und dass sie plötzlich Probleme hatte, Wörter zu erkennen, war ein erstes Anzeichen, dass etwas gar nicht stimmt. Ehemann Dave überredet Kathy, einen Neurologen aufzusuchen. Dr. Sykes ist Spezialist für Alzheimer und testet die damals 52-Jährige dann auf ihr Gedächtnis. Welches Jahr haben wir? Welchen Monat? Ich weiß es nicht. Buchstabiere das Wort Wort für mich. Eine eindeutige Diagnose bringt erst die Untersuchung der Wirbelsäulenflüssigkeit. Das Ergebnis bestätigt: Alzheimer im Frühstadium. Dass Kathy Alzheimer entwickelt hat, ist vollkommen zufällig. Einen familiären Hintergrund bei ihr gibt es nicht und nur selten entsteht Alzheimer durch Vererbung. Meist sind es verschiedene Faktoren im Körper, die aufeinandertreffen und die Krankheit auslösen. Es ist ein schleichender Prozess. Langsam sterben Funktionen des Gehirns ab. Das Schlimmste, bis jetzt gibt's auch keine Heilung dafür. Wenn man so eine Diagnose bekommt, ist man erstmal sprachlos. Wie soll man da auch reagieren? Dave arbeitet Vollzeit. Noch geht das, denn er weiß, dass die Kinder sich tagsüber um Kathy kümmern. Und dennoch sind sich alle bewusst, dass Kathy sie bald vergessen wird, dass ihre Erinnerung einfach erlischt. Was wird das Schwerste für dich sein? All die Dinge, die sie vermissen wird. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie nicht auf meiner Hochzeit dabei ist und meine Kinder niemals treffen wird. Die Ärzte geben Kathy nur noch wenige Jahre. Medikamente können den Krankheitsverlauf nur verzögern. Regelmäßiger Sport kann dabei helfen, länger gesund zu bleiben. Kathys schönste Abwechslung, ihr Online-Videotagebuch. Ich wollte, dass all meine Kinder in den Videos auftauchen. Das war auch einer meiner Gedanken, dass sie ein Video von uns haben.
Es ist eine Frage der Zeit, wann Kathy ihre Familie vergisst. Dank Vlog kann sie sich die Videos immer und immer wieder ansehen. Genauso wie ihr Mann und ihre Kinder. Es ist das Einzige, was die 53-jährige Mutter jetzt machen kann. Viele Erinnerungen sammeln.